Ja, ich möchte euch ein bisschen was über OpenStreetMap erzählen und ich hoffe, dass ich euch was erzählen kann, was ihr noch nicht wisst. also was es überhaupt ist und wie das im Hintergrund funktioniert. Jetzt würde ich erstmal gerne wissen, wieso die Vorkenntnisse hier sind. Also ich gehe davon aus, jeder kennt das und weiß, was das ist. Wer kennt OpenStreetMap nicht? Wem sagt das nicht? Ah, genau. Okay. Das ist ja schon mal gut. Wer hat schon mal selber was zu OpenStreetMap beigetragen? Zwei. Ah, ich auch? Drei? okay, dann gehe ich davon aus, dass noch keiner von euch irgendwie mal so einen Rendering-Server aufgesetzt hat. Ja, doch. Ja? Tiles at Home. Ah, okay. Gut. Wobei Tiles at Home nimmt ja auch mal Render, ne? Also, was man jetzt meistens schöner als mit. Nee, nimmt's nicht. Das, nee? Na gut. Das ist eine XSLT-Transformation. Die machen aus schöner. Rohdaten machen die SVG, die XSLT. Ja. Gut. Na gut, okay. dann. Ja, da werde ich so ein bisschen was zu sagen, aber nicht zu dem Tiles at Home-Ansatz. Weil ich mich da ehrlich gesagt nicht auskenne. Ja, dann wisst ihr ja alles aus diesem ersten Kapitel schon fast. Es ist ja eine freie Weltkarte, die unter einer freien Lizenz verfügbar ist. Im Moment ist es noch die CC BY SA, also die, wo man Namensnennungen machen muss und wo man nicht, wo man halt abgeleitete Werke wieder unter CC-Lizenz stellen muss. Und es läuft aber gerade ein Wechsel zu der Open Database License. Das wurde einfach gemacht, weil diese Open Database License, da gibt es so ein paar Fälle, wo die CC BY License nicht so gut greift und man will da halt Rechtssicherheit haben. Genau, das Ganze läuft halt ja, nach dem Ansatz Distributed Intelligence. Das heißt, jeder auf der Welt kann da beitragen und sein Wissen einbringen, genauso wie bei der Wikipedia, genau. So, wie man beitragen kann, da gibt es verschiedene Software für. Einmal gibt es diesen Potlatch-Editor. Das ist der Editor, womit man, also der ist Flash-basiert und man kann damit sozusagen im Browser editieren. Das zweite, was ich kenne, ist Mercator. Das ist Qt-basiert und läuft auch auf allen möglichen Betriebssystemen. Aber das, was die meisten einsetzen, was ich jetzt gehört habe, ist JOSN, Java-basiert, der Java OpenStreetMap Editor. Und ich glaube, das ist auch so das, wo die meisten Features implementiert sind, wo es auch die meisten Plugins für gibt, weil halt auch die Nutzerbasis am größten ist. Und ich habe gehört, so Mercator ist, also ich habe es mal kurz ausprobiert und es war ziemlich buggy. Und dann habe ich es gelassen und nehme doch lieber ein Java-Tool, was mich sehr verwundert. Ja gut, das eine, wie man dazu beitragen kann, ist einfach Luftbilder abzeichnen. Jetzt gibt es da ja ein Problem. Wenn man eine freie Weltkarte haben will, dann will man, dann darf man ja keine Daten verwenden, die irgendwie von Firmen und von Firmen unter einer kommerziellen Lizenz angeboten werden. Das heißt, so Google oder diese ganzen Telemedia, nee, wie heißen diese Firmen? Ja, auf jeden Fall solche Firmen, die ihre Satellitenbilder sozusagen unter einer kommerziellen Lizenz vertreiben, die kann man dazu nicht benutzen, um OpenStreetMap aufzubauen. Aber es gibt früher schon von Yahoo und jetzt auch neuerdings, so seit einem Jahr ungefähr von Bing Maps, gibt es einen Deal mit der OpenStreetMap Foundation. Die haben einfach gesagt, ja, hier, ihr könnt unsere Satellitenbilder dazu nehmen, um einfach die Karte weiter voranzutreiben. Und ich habe da mal so ein Beispiel von einer Session, wo in der Sahelzone gemappt wurde, und zwar aufgrund von diesen Luftbildern. Wo ist es? Ja, da ist es. Nee.
Da ist es nicht, hier ist es. Und also hier before, da sieht man den Stand der Karte, wo der vor dem Abzeichnen war. Und da sieht man zum Beispiel diese ganzen Fußwege, die da jetzt eingezeichnet sind, die sind dann noch gar nicht da. Und diese Fußwege, die konnte man, ich glaube, das war jetzt hier Bing Maps, die konnte man da sehr gut auf der Karte sehen, auf den Satellitenbildern. Und dadurch, dass Bing Maps die halt freigegeben hatte für diesen Zweck, konnte man die da einzeichnen. Und in diesem Fall waren es halt nur Fußwege, aber es gibt halt auch so ganze Städte hier unten rechts, beziehungsweise Ortsteile, die da sehr durchgewinnen. Der Nachteil daran ist, man sieht halt immer noch nicht, wie die Straßen heißen zum Beispiel. Manchmal, wenn es eine gute Auflösung ist, kann man sogar die Häuser abzeichnen. Das sieht man jetzt hier nicht. Aber insbesondere so Daten wie Hausnummern oder wo jetzt Post, Geschäfte oder irgendwie Poststellen sind oder Briefkästen oder sowas, das kann man da natürlich nicht mit erfassen. Und um sowas zu erfassen, gibt es halt diesen zweiten Ansatz über GPS-Tracks. Das ist auch eigentlich der Ansatz, wie OpenStreetMap angefangen hat. Und zwar indem man halt mit einem GPS-Receiver oder mittlerweile sind das ja auch ganz normale Handys, die ein GPS eingebaut haben. Indem man einfach mit solchen GPS-Empfängern rausgeht und aufzeichnet, wo man langläuft. Und man kann sich dann vielleicht noch so ein bisschen Notizen nebenher machen und das dann in die Karte eintragen. Und da habe ich mal ein Beispiel, nämlich in diesem Java OpenStreetMap Editor, den ich jetzt benutze. Ich habe hier zum Beispiel einen Track von mir auf dem Schwarzen Berg oben, den ich irgendwann mal aufgenommen habe. Den kann ich jetzt hier reinladen. Oh ja, oh, das sieht schön aus auf der Auflösung. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, wo ich Fotos gemacht habe, beziehungsweise diese graue Linie hier sozusagen wäre jetzt da, wo ich langgelaufen bin. Und hier habe ich zum Beispiel ein Foto gemacht, so für mich selber als Notiz. Das ist jetzt irgendwie ein Tobacco-Land, so ein Zigarettenautomat. Für mich selber halt, damit ich ihn mappen kann. Wie kriege ich das wieder weg hier? So. Gut. Jetzt kann ich mir darunter Kartendaten holen. Verdammt. Also in diesem Bereich, wo dieser Track aufgenommen ist, das ist jetzt dieser Bereich, der da umrahmt ist. Den kann ich auch noch verschieben, wenn ich will, oder neu machen. Da hole ich mir jetzt die Daten, die aktuell verfügbar sind. Ah, das geht sogar hier. Wow. Und kann das jetzt mit meinem Track abgleichen und gucken, was schon vorhanden ist, was noch nicht vorhanden ist, was ich nachtragen muss. Und da will ich auch gleich was zur Datenbasis sagen. Also in OSM gibt es im Prinzip drei Datentypen. Das eine sind die Nodes, das sind diese viereckigen Teile hier. Ein Node ist halt immer ein... sieht man das hier irgendwo? Ist halt immer ein Punkt im Koordinatensystem auf der Erde. Der hat halt ein Latitude, ein Longitude und kann auch noch weitere, hier sieht man das gut, weitere Attribute beinhalten. Also hier ist es zum Beispiel ein Baum, der wird durch diesen Key Natural gleich Tree angegeben und dann kann man auch die Spezies angeben und so weiter. Und jedem Node, also diese Attribute, die man ihm geben kann, sind immer Key-Value-Werte. Der Nachteil daran ist, man muss immer wissen, wie diese Werte heißen. Dazu gibt es erstens hier Presets, wo man meinetwegen bequem hier eine Straße mappen kann. Oder, wo hätte ich den jetzt
Natur mal. So, hier einen Tree, dann habe ich so eine schöne Eingabemaske. Man kann die aber auch ganz normal im Wiki nachschlagen, im OpenStreetMap-Wiki. So, das zweite, was dann auf den Nodes aufbaut, sind die Ways. Das wäre zum Beispiel so eine Straße hier, die fasst mehrere Nodes zusammen und wird dadurch halt auch definiert. Und hier kann man wieder auch jedem Way kann man eine oder mehrere Attribute kann man mit ein oder mehreren Attributen versehen. Zum Beispiel das hier ist hier eine Highway gleich Residential, das heißt eine Wohnstraße. Sie hat den Namen Sielkamp und den Postcode 38112 und man darf da 50 fahren. Und je nachdem, wie man die mappt, ich kann jetzt hier noch mal gucken, was es noch so gibt. Hier gibt es zum Beispiel so eine Straße, die Access gleich Private hat, das heißt, man darf da eigentlich gar nicht lang fahren, sondern ist halt im Privatbesitz sozusagen. Das Ganze ist Highway gleich Service, das macht man, weil man hier Service gleich Parking Ale, also Parkplatz eintragen will. Und man kann auch so Attribute wie Surface, also Oberfläche, angeben. Hier ist es zum Beispiel jetzt paved, also mit Pflastersteinen versehen. Generell kann man im Prinzip mit diesen Attributen alles, also ziemlich alles abbilden, was einem einfällt. Und wenn es etwas noch nicht gibt, dann erfindet man das. Also man kann das auch beliebig erweitern. Und dann gibt es zum Beispiel, sehe ich das jetzt hier irgendwo? Bitte? Linke erweitern, so Ungeschmack zum Beispiel. Ja, ich wollte gerade was suchen. Es gibt zum Beispiel so ein Tag FixMe oder so. Da kann man dann beliebige Werte reinschreiben, meinetwegen FixMe Position Estimated oder so. Ja, ich finde aber gerade nichts. Gut. Der dritte Datentyp, den es gibt, sind die Relationen. Achso, nee, nochmal zu den Ways. Ways sind im Prinzip alles, was zweidimensional ist. Also zum Beispiel auch hier so ein, was ist denn das jetzt hier? Playground. Also ein Spielplatz. Den kann man auch als Way taggen. Und dadurch, dass man den hier rundherum geschlossen hat, wird er dann nachher auf der Karte halt auch als geschlossene Fläche gerendert. Beziehungsweise das hängt auch von dem Tag Laser gleich Playground ab. Zu dem Renderer sage ich nachher nochmal was. Oder hier so, was ist das jetzt hier? Das ist zum Beispiel ein Zaun hier. Oder sowas wie Stadtgrenzen werden dann auch abgebildet in Ways. Ja, also im Prinzip alles, was 2D-Objekte sind, was aus Node zusammengesetzt sind. Ja, der dritte Datentyp sind Relationen. In Relationen werden. Kann ich die hier mal bearbeiten? Genau. Kann man mehrere Objekte, entweder Nodes oder auch. Oder auch Ways hinzufügen. Das wird benutzt, um sozusagen nochmal ein Level drüber Objekte zusammenzufassen. Also hier ist es zum Beispiel dieser Spielplatz und der liegt irgendwie auf einem. Nein, genau. Hier will man diesen sozusagen Recreation Ground. Also so. Ja, Recreation Ground ist eigentlich alles, was grün ist, so Parks oder sowas, will man hier abbilden. Und dieser Recreation Ground soll aber alles beinhalten, außer diesen Spielplatz, weil der Spielplatz halt anders dargestellt werden soll. Und darum setzt man diesen Spielplatz hier als Member und mit der Row gleich inner. Und
sagt so, dass sozusagen dieser Spielplatz, der geografisch in diesem Recreation Ground liegt, nicht dazu gehören soll. Also für sowas wird das zum Beispiel verwendet. Kannst du vielleicht nochmal die, da ist ja auch eine Relation in Buslinie dabei, ich glaube, das genau, ja. Ein bisschen, ja. Die wollte ich nämlich auch nochmal zeigen. Hier, da sieht man das, glaube ich, besser. Zum Beispiel so Buslinien werden auch ganz gerne dafür gemappt. Hier auf der linken Seite sieht man die Members von dieser Relation und die müsste ich jetzt runterladen, mal gucken, ob ich das finde. Rechtsklick darauf und dann Download Members. Download Members, ne? Genau. Genau, hier sieht man dann die einzelnen Haltestellen, die auf dieser Buslinie liegen, zum Beispiel hier Stadion, Sielkampf, Ligusterweg, Schlegenhang. Mit der Roll kann man einstellen, ob in welcher Richtung diese Haltestelle bedient wird. Also zum Beispiel gibt es ja, das sieht man hier jetzt nicht so gut, weil das eine Ringlinie ist, aber am Stadion gibt es hier zum Beispiel eine Haltestelle, die in der einen Richtung bedient wird und hier eine, die in der anderen Richtung bedient wird. Ne? Also weil die halt auf verschiedenen Straßenseiten liegen, da könnte man das damit einstellen. Oder man kann es auch benutzen, um mehrere Gebäude zu so einer Site sozusagen zusammenzufügen. Also hier sind mehrere Wege drin und mehrere Gebäude und man kann sozusagen ja, dass die sozusagen zusammengehören, kann man sagen. Das wäre zum Beispiel auch praktisch, um hier zum Beispiel die Campusse zu mappen in Braunschweig, indem man einfach eine Relation anlegt und da alle Uni-Gebäude reinpackt und dann sagt, die gehören zum Campus Ost oder so. Genau. Ja, das wären eigentlich die drei Datentypen. Intern werden die alle über XML abgebildet. Da habe ich jetzt leider kein Beispiel zu, hätte ich dran denken können. Hm. Ja, aber dadurch, dass sie halt auf XML basieren, sind sie halt auch beliebig erweiterbar. Also man kann auch, wenn es nötig erscheint, auch noch andere Datentypen hinzufügen. Man muss dann halt nur dementsprechend das Schema erweitern und Unterstützung in den Renderern einbauen. Genau. Ja, wenn ich jetzt hier irgendwie Knoten hinzugefügt habe oder Wege oder sonst was, dann kann ich die nachher wieder hochladen. Das wird jetzt hier, ja, No Changes to Upload. Aber wenn ich jetzt irgendwie was gefixt hätte, dann läuft das so ein bisschen wie bei SVN. Wenn ich nur hochlade, dann kann es sein, dass mir irgendwelche Konflikte passieren. Die werden dann hier unten in diesem Konflikt-Tab angezeigt. Die muss ich dann auflösen und oder halt die Change-Sets, die in der Zwischenzeit aufgelaufen sind, nochmal holen und dann mergen und dann wieder hochladen. Das nervt mich auch immer so ein bisschen. Was ich mir da halt wünschen würde, wäre so ein Git-Ansatz. Aber ich weiß nicht, wie die OpenStreetMap-Entwickler das sehen. Wenn das XML ist, kannst du doch Git einfach benutzen. Ja, das Problem bei JOSM ist, dass es das nur intern halt irgendwie darstellt. Und obwohl ich könnte... Ja, doch, stimmt, man kann hier diese ganze... seinen ganzen Stand speichern, hast recht, ja. Dann könnte ich das vielleicht vergleichen. Ja gut, das braucht Entwicklungsarbeit. Gut. Genau, Renderer. Technik im Hintergrund. Diese Sleepy Map auf der Webseite kennt ihr wahrscheinlich auch alle. So. Ja, jetzt sieht man das auch schon ganz gut. Hier sind so ein paar Kacheln, die weiß waren am Anfang. Ne? Intern ist das halt so, dass das Kacheln von 256 x 256 Pixeln sind und die werden aneinandergereiht. Und wenn ich jetzt hier rauszoome, wird das um den Faktor 2 verkleinert. Das hat den Vorteil, naja, nicht wirklich den Vorteil, aber ja, es ist sozusagen leichter berechenbar. Man kann die Positionen von diesen
Ja, andersrum. Ja. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich soll sagen. Ich weiß, was du sagen wolltest. Du weißt wahrscheinlich die Projektion auch und wie das unterteilt wird. Ja, genau. Also die Erde ist ja an sich ungefähr kugelförmig und Kugeln lassen sich ja schlecht auf einem flachen Bildschirm darstellen. Wir haben halt diese. Ach, wie heißt denn schon die Projektion? Mercator-Projektion. Ja, genau, Mercator-Projektion. Und die gesamte, somit ist die gesamte Weltkarte, wenn man ganz rauszoomt, ist ja quadratisch. Ach ja, genau. Ja, genau, das, da. Das nein, halt nicht ganz. Wenn ich jetzt hier ganz rauszoome, das erkläre ich auch nochmal. Dann sieht man, dass hier die Antarktis zum Beispiel ziemlich groß ist und das, was irgendwie am Äquator liegt, ist ziemlich klein im Gegensatz dazu. Das liegt an der Projektion, die verwendet wird, nämlich die Mercator-Projektion. Das läuft halt so, dass einfach die Erde in einen Zylinder reingestellt wird und der Zylinder berührt die Weltkugel am Äquator und dann wird einfach sozusagen senkrecht durch den Zylinder durch auf die Erde geguckt und abgezeichnet im Prinzip. Und dadurch, dass die Erde hier unten in den Polregionen und hier oben in den Polregionen so flach ist, kommt halt diese Verzerrung zustande. So, jetzt, diese Mercator-Projektion hat aber den Vorteil, dass sie annähernd quadratisch ist, bis auf so ein paar Unschönheiten. Also wenn man sich das ausrechnet, wenn man eine quadratische Fläche von der ganzen Erde haben will, dann endet das oben irgendwo bei 89,1 Grad oder so, statt 90 Grad. Also man hat da so ein bisschen Fläche, die man nicht abbilden kann. Ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, wie das gelöst wird. Aber es sind halt Polregionen, da will man eh nichts machen. Da gibt es auch eh keine Straßen. Ja, eben, genau. Da ist nichts. Deswegen ist das für eine Streetmap nicht so relevant. Genau. Und die bewohnten Gebiete sind zwischen minus 20 und plus 20 Grad. Zwischen minus 80 und plus 80 Grad. Und das kann man schon dann mit relativ guter, da ist die Verzerrung halt noch nicht so wirklich schlecht. Und wenn ich jetzt hier reinzoome, diese ganze Erde, die ich jetzt hier sehe, ist sozusagen eine Kachel von einer bestimmten Größe. Ich glaube, OpenStreetMap nutzt intern jetzt 512x512 Pixel pro Kachel. Das könnte auch ungefähr hin. Das ist ja eine Auflösung von... Das schafft der Beamer. Ja, das ist der Beamer, der so klein ist, genau. Dann ist es wohl 256x256. Okay, aber wenn ich jetzt hier auf jeden Fall eine Stufe reinzoome, dann sind das Ganze 2x2 Kacheln. Die ganze Erde wird auf 2x2 Kacheln abgebildet. Und wenn ich nochmal reinzoome, dann wird das Ganze nochmal um den Faktor 2 vergrößert. Also habe ich im Endeffekt 4x4 Kacheln auf der ganzen Erde und so weiter. Und habe im Prinzip immer quadratische Kacheln und je weiter ich reinzoome, desto immer halt mit dem Faktor 2. Also sind halt Potenzen von Faktor 2 immer. Gut. Was im Hintergrund läuft bei OpenStreetMap ist, das hatte ich ja auch, ist im Prinzip ein PostgreSQL-Server mit der PostGIS-Erweiterung. Der Simon wird das wahrscheinlich kennen. PostGIS? Nee. Okay, also das ist eine Erweiterung für PostgreSQL, für den SQL-Server, die halt mit 2D-Daten umgehen kann. Also die intern auch die ganzen Datenstrukturen anbietet, wie Quadtrees zum Beispiel oder BSP-Bäume, um halt in der PostgreSQL-Datenbank meinetwegen solche Abfragen zu ermöglichen, wie Punkte, die neben einem Punkt
die von einem bestimmten Punkt nicht mehr als eine bestimmte Entfernung entfernt sind. Oder sowas halt. Oder Flächen, Punkte, die innerhalb von bestimmten Flächen liegen oder sowas. Und das kann man mit dieser PostGIS-Erweiterung abbilden. Und darauf aufbauend ist die Software Mapnik. Das ist Python. Sind so ein paar, das ist ein Python-Modul, genau. Und das baut im Prinzip diese Karten, indem es die für jede Kachel also auf jeder Kachel ist ja dann im Prinzip eine bestimmte Region und also eine bestimmte quaderförmige Region abgebildet und die fragt die Post über PostGIS halt den SQL-Server ab, welche Punkte da drin liegen und im Prinzip was es da rendern muss. Und das Ganze wird über ein Stylesheet gemacht. Das kann ich euch jetzt auch mal zeigen. Das ist viel XML. Und da kann man im Prinzip alles Mögliche einstellen, was man gerendert haben will. Ich kann hier zum Beispiel mal nach Highways greppen. Also hier ist zum Beispiel ein Style, der ist nicht so schön. Na gut, nehmen wir den. Der die zum Beispiel diese Living Streets beschreibt, also alles was mit dem Tag Highway gleich Living Street getaggt ist. Und hier wird zum Beispiel eingegeben, dass dieses Polygon, was diese Straße beschreibt, mit der Farbe, dieser Farbe hier gefüllt werden soll. Und damit kann man sich beliebige Regeln bauen im Prinzip. Und kann sich auch im Prinzip ein komplett eigenes Stylesheet schreiben. Das sieht man zum Beispiel auch hier, wenn man auf der Weboberfläche eine andere Kartenansicht auswählt. Das sind im Prinzip alles solche Stylesheet-Dateien, die dann einfach gerendert werden. Genau. So, das Problem ist jetzt, wenn ich alle Kacheln rendere, dann geht das bis zu einem bestimmten Zoom-Level ganz gut. Also zum Beispiel die ganze Erde kann ich ja in einer Kachel rendern, auf Zoom-Level 1, auf dem größten Zoom-Level. Das gibt mir da halt eine PNG raus von 512x512 oder 256x256, je nachdem, was man gewählt hat. Und je mehr man reinkommt, also je mehr man reinzoomt, vergrößert sich das natürlich immer um den Faktor 2. Und wenn man sich das mal so ungefähr ausrechnet mit so einer durchschnittlichen Größe pro PNG, dann kommt man bei Zoom Level 16 schon auf 3 Terabyte oder so. Also auf jeden Fall ziemlich viel Kacheln, die man irgendwie irgendwo speichern müsste, wenn man die vorrendern möchte. Darum wird es bei OpenStreetMap gerne so gemacht, dass man zum Beispiel hier so Meere oder so, rendert man gar nicht, so Ozeane. Die werden dann teilweise auf nur nach Bedarf gerendert, wenn man halt hier auf Zoom-Level 18 reinzoomen würde oder so. Und genauso wird das gemacht bei allem, wo ich im Prinzip einen Zoom-Level größer als 16 habe. Also wenn ich jetzt hier reingehe und... Jetzt sehe ich natürlich hier oben nicht, welcher Zoom-Level das ist. Hover mal über Permalink. Ah, stimmt da. Ja, das ist jetzt Zoom-Level 17 unten, ne? Und das hat er mir jetzt sozusagen auf Bedarf gerendert, weil ich das angefordert habe. Ja. Darum sollte man auch nicht unbedingt hingehen und einfach mal so alle Teils auf Zoom-Level 17 downloaden, weil dann sind die Server halt einfach mal beschäftigt. Ja gut, das wär's zum Rendering. Gibt's sonst noch irgendwie Fragen dazu? Oder zu beliebigen anderen Themen zur OpenStreetMap? Die GPS-Tracks, womit hast du die erstellt? Reicht das für ein normales Handy oder sollte man dafür schon was? Ja, also ich habe immer das Problem, dass wenn ich den GPS-Chip vom Handy verwende, dass das Handy nicht so lange hält. Darum nehme ich meistens extern über Bluetooth, das geht dann besser, länger. Aber die
Also ich sag mal, wenn man so in der freien Landschaft ist, wo, wo man nicht so viele Häuser hat, also vor allem nicht so viele große Häuser, dann ist das schon ganz okay. Dann kommt man da ziemlich gut hin. Und ja, so mitten in der Stadt oder so hat man selbst mit guten GPS-Empfängern halt ein Problem damit. Ne? Was auch gerne gemacht wird, ist, man kann die GPS-Tracks, die man selbst erstellt hat, kann man hochladen, hier auf OpenStreetMap. Andere Bildschirmauflösung und alles ist klein. Ne, da gibt es auf jeden Fall so einen Link und man kann sich die auch in JOSM wieder importieren und kann dann auch sehen sozusagen, in welcher Region überhaupt GPS-Tracks vorhanden sind und man kann die dann natürlich auch noch als Ergänzung zu seinem eigenen GPS-Track verwenden. Und zum Beispiel so Pizzalieferdienste oder so. Oder Speditionen oder so, die meistens sowieso einen GPS-Empfänger im Auto drin haben, um irgendwie, wenn sie irgendwie Flottenüberwachung oder so machen. Da gibt es auch schon ein paar, also da gibt es schon länger so ein paar Kooperationen, dass die halt ihre GPS-Tracks halt einfach spenden, die, weil die eh anfallen. Und dann sieht man zumindest bei Autobahnen oder bei, bei Straßen, wo überhaupt Straßen sind. Das wurde halt gerne gemacht, bevor es diese Kooperation mit, Yahoo und mit Bing Maps gab. Kannst du mal kurz in JOSM reingehen und einfach mal Tracks runterladen, um das mal zu zeigen? Kann ich machen. Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel hier auf dem, ja hier ist irgendwo das Stadion, da ich will GPS-Daten haben, genau. Dann sehe ich hier zum Beispiel, dass hier Leute lang gefahren sind. Also das sind die GPS-Daten, die auf dem Server halt hochgeladen wurden. Auf den OpenStreetMap-Servern in dem Bereich. Und da sieht man auch schon, dass die, die sind halt nicht so genau, aber man kann ungefähr erkennen, wo die Straße lang geht. Ich kann vielleicht fragen mit der Genauigkeit und das mit dem Straßenausweis noch kurz sagen. Wir haben das bei uns in der Firma mal getestet und dann festgestellt, wir haben Smartphones getestet, wir haben so ein externes Bluetooth-GPS-Geräte getestet, ganz billige für 30 Euro. Und professionelle Flottenüberwachungsgeräte. Und man hat festgestellt, die professionellen Flottenüberwachungsgeräte haben das allerschlechteste Signal. Das kannst du zum Mappen völlig in die Tonne treten. Das ist absolut unbrauchbar. Die Smartphones waren schon deutlich besser, aber und das 30 Euro externe Bluetooth GPS war nochmal um Faktor 10 besser. Aber auf Schiffen funktioniert das mit dem GPS sowieso ganz anders als hier. Weil die Dinger aus Metall sind und ja, mega reflektieren, sodass man mehrere von diesen Dingern. Flotte weiß nicht im Sinne von Schiffsflotte, sondern Fahrzeugflotte. Ach so. Viel Stahl am LKW. Ja, wir hatten alle Geräte im selben PKW liegen, an derselben Stelle. Wie ist denn das mit Höheninformationen? Ja. Ich kann mal gucken, ob ich hier. Das wird im Prinzip auch einfach nur durch ein, hier ist zum Beispiel der Gaussberg, das wird im Prinzip auch einfach nur durch einen Tag angegeben mit Elevation. So, jetzt muss ich den Layer aktivieren. Wir brauchen einen neuen Beamer. Du kannst doch X-Bandere Scale machen dafür. Wo habe ich denn die jetzt reingeladen? Du hast nur GPS runtergeladen. Ich habe nur GPS runtergeladen. Ah, okay, stimmt. Das da. So. Also die Höheninformationen kannst du im Prinzip an jeden einzelnen Tag, an jeden einzelnen Node dran patchen. Hier ist sogar nur Natural Peak. Also dass da halt ein Berg ist. Aber man könnte jetzt auch hier zum Beispiel Elevation, ja das ergänzt dann jetzt natürlich nicht, ne?
Ja gut, so geht das auf jeden Fall. Ich meine, so, weil generell ist ja irgendwie, wie ich gehört habe, die Genauigkeit da das Schlechteste bei dir. Ja, genau. Und ist ja auch mal die Frage, welches Höhennormal du verwendest, ne? Ja. Andere Frage. Wie kann ich in der mobilen Ansicht der Webseite suchen? Wo gibt es denn eine mobile? Es gibt eine mobile Ansicht? Ja. Naja, wenn du es halt mit dem Handy aufmachst. Ach so, wenn du halt so auf OpenStreetMap gehst, dann gibt es ja an der Seite diesen Suchdings. Ja, hier irgendwo an der Seite, genau. Also zumindest in der Default-Ansicht. Und irgendwie dafür mit dem Telefon. Gehst du mal ran, bitte? Das ist hier. Und wenn ich das mit dem Handy aufmache, ist das nicht da. Und dann gibt es auch diesen Knopf Suchen nicht. Ja, den gibt es hier halt anscheinend gerade auch nicht. Das ist halt insofern besonders unpraktisch, als wenn man halt mal auf OpenStreetMap geht. Ja. Dann ist man dann halt in irgendeiner Stadt oder was halt gerade sich das Ding mit Rocky gemerkt hat. Und dann willst du wo völlig anders hin, wo in Deutschland, wir gehen mal quer ins andere Ende. Und da willst du nicht rauszoomen, insbesondere die Knöpfe sind halt auch auf dem Touchscreen ein bisschen unpraktisch zu bedienen. Ja. Das kriegt Google schon deutlich besser hin. Ja, aber ist halt erstmal die Frage, was mir fehlt, ist eine Suchbox. Gibt es da irgendwas? Ich habe das allerdings auch noch nie auf dem Handy benutzt, die Oberfläche. Weil es bei mir einfach nicht geht, weil der Browser zu krüppelig ist. Also ich teste ja diverse Applikationen fürs mobile Telefon, damit man eine mobile Webseite nutzen muss. Achso. Die haben dann natürlich auch entsprechende Suchfunktionen, wenn es auf einem Flickr-App ist. Ja, klar. Ja, der Service, den kannst du auch über eine API ansprechen. Also, genau. Und nur die Frage ist halt, geht es direkt über das Web-Interface? Ohne dass ich irgendeine App installieren muss, weil gerade wieder Speicher alle ist. Oder ich keine Ahnung, wenn man näher hat, die es kann. Mhm. Also da hatte ich auch mal geguckt im Vergleich zu Google Maps. Was mit OSM-Karten arbeitet, habe ich für Android, zumindest damals. Das ist auch schon Jahre. Ja, das wird aber anscheinend immer besser, habe ich gelesen. Nichts gefunden, was richtig gut funktioniert hätte. Es hat alles so, es war nicht schlecht, aber es war auch nicht so. Guckst du ja Google Maps im Vergleich und sagst ja, okay, wir machen das. Ja, vor allem Google hat immer noch den Vorteil, dass du da Routing drauf machen kannst. Und das gibt es auf OpenStreetMap noch nicht so wirklich gut. Es gibt halt auf OpenRouteService.org. Mhm. Das macht eigentlich, wenn es gerade läuft, ein sehr gutes Routing, nur es hat irgendwie so 20% Downtime. Mhm. Und das hat an sich auch eine API, aber die hat an die Lernservice dokumentiert, glaube ich. Und deshalb kenne ich auch keine Smartphone-App, die auf das Routing von der OpenRoute Service zugreift. Schade. Wäre das, also wo ich mich irgendwann mit Zeit auch mal hinterklären möchte, ob man da irgendwie, ob der Code davon auch open ist, ob man das einfach nur selbst hosten kann. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass da keine große Firma hintersteht, die das machen kann. Ne? Ich habe die auf einer OSM-Karte für meinen Garmin-Router geladen. Das ist irgendwo eine Stimmt, das geht Letzer. Auch. Mhm. Weil ich kann auch nicht sagen, wie gut das ist, weil ich damit so selten fahre. Aber er findet den Weg zum Space. Immerhin. Ich hab bei mir daheim auf dem Garmin auch eine OSM-Karte und das Routing damit funktioniert ganz anständig. Das Problem ist nur, dass die Karte mittlerweile so groß geworden ist, dass es keine regelmäßigen Updates mehr gibt. Das ist nicht halt eine Karte von vor einem Jahr. Mhm. Das ist ein bisschen blöd. Ja, das ist besser, als die Karte, die ich da auf meinem Garmin hatte. Von vor 4 oder so. Hat schon gar nichts mehr gepasst. Aber es ist halt im Prinzip so mein Anwendungsfall ist halt, du bist irgendwo unterwegs, dann willst du mal schnell gucken, wo denn was ist, suchst du irgendeinen Straßennamen in der Nähe, wo bin ich denn? Und das ist mit Google überhaupt kein Ding, aber mit der OSM-Webseite ist es ein bisschen unpraktisch. Ja gut. Dann Dankeschön für euer Zuhören. Thank you.